was dieses schöne Gerät ist, das dürftet ihr alle wissen. Eine Menorah. Eine Menorah, ein siebenarmiger Leuchter. Menorah, kennen wir, war im Heiligtum, ist auch das Sinnbild, ich sag mal Wappen von Israel, der siebenarmige Leuchter. War übrigens das Einzige, was er auch bei Titus im Triumphzug dann mitgeschleppt haben. Ich meine, der war im Original etwa so hoch und aus einem Stück Gold gearbeitet, ne, wog Tonnen. Und den haben die Römer als Symbol des Sieges über Israels dann im Triumphzug geführt. Sieht man heute noch in Rom, ich glaube im Titusbogen oder was. Das ist die Menorah. So, Menorah wissen wir, ist also heilig, ist für Israel, ist wunderbar. Aber wenn du also mal in Israel bist oder überhaupt, merkst du, Menorah ist da, ich würde fast sagen, fast selten. Meistens haben die einen neunarmigen Leuchter. Und was hat es mit diesem ominösen neunarmigen Leuchter auf sich? Und da haben wir hier einen schönen. Das ist ein neunarmiger Leuchter. Genauer gesagt, eigentlich sind das acht, ne? Und irgendwie was anderes noch dazu. Und darum geht es heute. Was hat es mit dem Ding eigentlich auf sich? Das sind acht, also im Normalfall, ich sage es erstmal, sind das acht Kerzen. Die müssen auch alle gleich hoch sein. Also, und die stehen alle gleichmäßig. Die müssen also in einer Reihe sein und irgendwie alle auf der gleichen Höhe. Und dann gibt es einen neunten, der ist entweder höher oder niedriger oder nach vorne oder hinten, der ist irgendwie aus der Reihe. Der gehört nämlich gar nicht dazu. Das ist das sogenannte Dienerlicht. Eigentlich sind es acht und das Dienerlicht. Deshalb ein neunarmiger Leuchter. So, das Dienerlicht heißt auf Hebräisch Shamash und das wäre dann Dattingen hier. Das ist also dazu gedacht, dass du damit die anderen anzündest. Die Story ist ein bisschen kompliziert. Es war vor etwa 2200 Jahren. Das war noch vor Jesus, solltet ihr wissen. Ne? Und es war im Winter. Und da wurde dieses Fest gestiftet und seitdem eigentlich relativ regelmäßig gefeiert. Und so ist es, weil es im Winter ist, häufig in der Nähe zu unserem Weihnachten und ist eben auch mit Lichtern, quasi ein jüdisches Lichterfest, ähnlich wie Weihnachten und so hat sich das irgendwie so ein bisschen angepasst. Dieses Fest dauert acht Tage, acht, nicht neun, acht, und erinnert an die Wiedereinweihung des Tempels. Es hat dort ein Einweihungsfest. Ne? Weihe. Weihnacht. Ne? Weihe. Eine Wiedereinweihung des Tempels. Und zwar im Jahr 164 vor Christus, nach unserer Zeitrechnung, durch Judas Makkabäus. Okay. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Wir gehen mal ganz, 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 ganz weit zurück, damit ich euch den Bogen zeige. Mose. Mose wird von Gott berufen und führt das Volk aus Ägypten heraus. Und dann sind sie in der Wüste. Anschließend gibt es die Landeinnahme. Und als Mose dann, der kam ja nicht ins Weiße Land rein, das ging ja unter Josua, haben sie das Land eingenommen zu guten Teilen. Und danach kam die Zeit der Richter. Da waren die Richter dort. Und während dieser Zeit gab es die Stiftshütte. Die Stiftshütte war zur Zeit Mose gebaut worden, war dann mit dem Volk ins Land gekommen, war dann dort auch positioniert und stand dort mehrere hundert Jahre dann dort im Land Israel und hat ihren Dienst erfüllt während der Richterzeit. Immer wieder auf und ab mit dem Volk, immer wieder Abfall und dann wieder der Hirtenrichter berufen. Und irgendwann war es soweit, dass unter Samuel dann Saul zum König gekrönt worden ist. Saul. Nach Saul, wisst ihr alle, kam David. Nach David kam dann Salomo. Man geht davon aus, dass die Regierungszeit von jedem von diesen drei Herrschern etwa 40 Jahre war. So, und unter Salomo wurde dann der Tempel gebaut. Der sogenannte erste Tempel. So, das heißt, die Stiftshütte war da nicht mehr notwendig, sondern man hat das, was dort stand und auch das, was in der Hütte David stand, die lassen wir mal draußen, haben sie dort dann in den Tempel hineingebaut. Jetzt war der Tempel, das Heiligtum,
in Jerusalem und das war vor etwa 3000 Jahren. Weil der Nachfolger von Salomo nicht der hellste war, hat es zu einem Stress geführt, einem Abfall von dem sogenannten Nordreich von 10 Stämmen, sodass sich diese Landmasse von Israel, war ja nun damals schon nicht sehr groß, geteilt hat. Ins sogenannte Nordreich und ins Südreich. Das Südreich war also schwerpunktmäßig Juda natürlich, der Stamm Juda, dieses Gebiet, aber auch Benjamin, viele Leviten waren da und so weiter. Und das Nordreich waren dann die anderen Stämme, ich denke mal unter der Leitung von Ephraim. So, die haben sich geteilt und, wie soll ich mal sagen, der König des Nordreichs hat versucht, möglichst viele Leute durch so einen eigenfabrizierten Gottesdienst im Nordreich zu halten, damit die nicht nach Süden, nach Jerusalem pilgern. Ja, die Sünden Jerobeams, er hat also eigene Heiligtümer aufgebaut. Trotzdem sind viele, viele, viele ins Südreich gekommen oder sind dann auch dahin gezogen, sodass es also schon so ein Durcheinander war, also von allen möglichen, ich sag mal, Israeliten, die in diesem Südreich Juda gewohnt haben. Und wenn du deine Bibel liest, dann ist da häufig von Israel zur Zeit dieser Könige die Rede oder von Juda. Und damit sind diese beiden Königreiche gemeint. Man muss also manchmal ein bisschen genauer gucken, was steht denn da? Ja? Oder welcher Prophet hat in welchem Reich was prophezeit? Muss man ein bisschen gucken. Egal. So, dann gab es jetzt also einen Haufen böse Könige im Nordreich und irgendwann war Schluss. Das Nordreich fiel unter die Assyrer. Ja? Wurde weggeführt und löste sich irgendwie auf. Das sind diese verlorenen 10 Stämme, ja, wo es einen Haufen interessante Theorien gibt, Vermutungen gibt und wo tatsächlich überall auch mal wieder welche entdeckt werden. Aktuell ist es so, dass die ICJ dabei mithilft, aus Asien Bnei Menasche, also vom Stamm Manasse, Juden zurückzuholen, die dort im Grunde genommen seit 2500, 2600 Jahren irgendwie ihren Glauben bewahrt haben. Ganz, ganz interessant. Gibt es an vielen Orten der Welt solche, sagen wir mal, isolierte Grüppchen, die irgendwie dran festgehalten haben. Die haben dann sowas wie Beschneidung am achten Tag und Speisegebote und so weiter, halten einen bestimmten Tag, häufig eben den Schabbat und so weiter. Das ist ganz interessant. So, das war also weg. Und dann wurden da andere Leute angesiedelt von den Assyrern, das waren die späteren Samariter. Das war also so ein Mischvolk, was sie dahin zwangsversiedelt hatten. Das Südreich, jetzt eben unter diesen jüdischen Königen, das lebte weiter. Und irgendwann, weil da ging es auch auf und ab und auf und ab mit guter König, böser König, irgendwann fiel es unter Nebukadnezar an die Babylonier. Das war die Zerstörung des Tempels. Da fiel der Tempel. Unter Nebukadnezar wurde dieser erste Tempel zerstört. Das Volk wurde weggeführt nach Babylon und es folgte die 70-jährige Gefangenschaft. Irgendwann, nach 70 Jahren, sind die dann in kleinen Grüppchen zurückgekommen. Ne? Unter Esra oder später unter Nehemia. Und Esra, unter Esra, der hat jetzt, weil das war alles kaputt, hat jetzt angefangen, den Tempel an der Stelle, wo er mal war, wieder aufzubauen. Aber äußerst bescheiden mit den Mitteln, die sie hatten. Ja, war ja jetzt ein Haufen, ich sag mal, Asylanten und nicht ein mächtiges Königreich wie unter Salomo. So, und da haben sie mit sehr bescheidenen Mitteln einen Tempel wieder aufgebaut. Und das ist schon der zweite Tempel. Der ist erstmal nicht mehr abgerissen worden, sondern der ist immer umgebaut worden, umgebaut worden, umgebaut worden, auch zur Zeit Jesu noch. Dieses Ding, was unter Esra aufgebaut worden ist, ist der gleiche Tempel, der erst im Jahr 70 nach Christus unter Titus zerstört worden ist. Aber der hatte natürlich nichts mehr ähnlich mit dem kleinen Ding, was unter Esra gebaut worden ist, das war etwa 500 vor Christus, sondern wurde immer wieder umgebaut, immer prachtvoller und immer größer und so weiter. Ne? So, und dann hört das Alte Testament auf.
Da hast du noch Nehemia und dann ist ziemlich bald Schluss. Das ist etwa 400 vor Christus ist Schluss mit dem Alten Testament. Und erst für uns als Christen geht es dann mit dem Neuen Testament weiter. Tja, mit der Ankündigung der Geburt Jesu. Und in diesen 400 Jahren, die dazwischen ist, das war eine besondere Zeit. War eine Zeit, da gab es wenig Propheten, wenig, was aufgeschrieben worden ist. Schwierige Phase, auch politisch. Ich meine, es lief ja irgendwie weiter, ja. Das etablierte sich, dann gab es da verschiedene Besatzungsmächte, es gab so ein Hin und Her. Es war ja eine Region, die immer so Spielball auch von den Mächten gewesen ist, ne? Und diese Zeit, da gibt es ein paar Bücher, gibt es Literatur, und das sind die Apokryphen. Vielleicht hast du eine Bibel, wo Apokryphen drin sind. Das sind Bücher, die aus dieser Zeit stammen. Das ist, sagen wir mal, gute Literatur, aber es ist nicht die Bibel. Wenn du hier also, sagen wir mal, ein sehr gutes geistliches Buch liest, ja, kannst du großen Gewinn davon haben, aber es ist nicht die Bibel. Verstehst du? Es ist einfach nur ein gutes Buch. Und so ähnlich ist das mit den Apokryphen. Das ist ein gutes Buch, ist auch gut zu lesen, ist auch wichtig, das mal wenigstens einmal durchgeguckt zu haben, aber es ist nicht die Bibel. Es ist nicht das lebendige Wort Gottes mit der Kraft, ja. So, und da gibt es unter anderem zwei Bücher der Makkabäer. Und genau darum geht's. Da gibt es in diesen 400 Jahren findet das nämlich statt. Das ist die Phase von diesem, wo der Esra und der Nehemia dann kommen, bis irgendwann, 400 Jahre später, die Römer da sind und der Herodes da ist. Und die sind ja nicht aus dem Nichts gekommen. Das ist ja ein geschichtlicher Fluss, bis es soweit entstanden ist. In dieser Phase spielt die Story. Aus dem Geschichtsunterricht, den ihr hoffentlich genossen habt, wisst ihr, es gab mal einen Typ, der hieß Alexander der Große. Gut, Alexander der Große, 300 noch was vor Christus, das war eigentlich ein König von einem, ich würde fast sagen, Zwergstaat ist nicht ganz richtig, da von Mazedonien. Es war wirklich ein kleines Königreich, der so erfolgreich militärisch war, dass er also immer mehr dazu gewonnen hat und mit einer irrwitzigen Power im Grunde genommen in rasender Schnelligkeit im Grunde genommen ein Weltreich geschaffen hat. Ganz Griechenland, Kleinasien bis nach Indien und Ägypten und damit auch Syrien und das, was dazwischen lag. Also so der ganze, sagen wir mal, östliche Mittelmeerraum, den hat er komplett eingenommen. In wenigen Jahren, der starb sehr früh. Und er hatte drei Generäle, kein Nachfolger. So, und weil er natürlich, weil er so jung war, keine Nachfolgeregelung und nichts hatte, haben die drei Generäle dieses irrwitzig große Reich unter sich aufgeteilt. Da hat einer Ägypten gekriegt, einer dann so, sagen wir mal, diesen mittleren Bereich und einer, sagen wir mal, Griechenland. Und worum es uns natürlich geht, ist dieser Bereich Syrien, Israel, diese Region. Und die nannte man, das nennt man das Seleukidenreich. So heißt das. Brauchst du nicht merken. Seleukidenreich. Das heißt, Israel hatte diese Nachfolger von diesen Generälen, von dem ollen Alexander, die hatten dort die Herrschaft. Ähnlich wie später die Römer. Die waren also diejenigen, die gesagt haben, was da ging und was da nicht ging. Erst waren sie den Juden relativ wohlgesonnen, haben ihnen gewisse Privilegien gewährt, das ging erst ganz gut. Aber dann haben die auch mit den Römern Stress gekriegt, da gab es Kämpfe und so weiter. Und die Römer haben hohe Ablagen auf sie gelegt, Steuern. Und das hat die ganz schön gezwickt. Und die haben das natürlich aufs Volk weitergegeben und haben das Volk also wirklich geknechtet. Das Geld musste irgendwo herkommen. Das war maßlos, was da verlangt worden ist. Das wurde echt zur Unterdrückung für die Menschen, jetzt nicht nur Israel, für die Menschen, die da gelebt haben in diesen Reichen, in diesen Ländern. So, und das wurde immer blöder, ne? Und der Druck wurde immer stärker. So, das waren ja Griechen, diese Nachfolger dieser Generäle, also zumindest griechisch geprägte Menschen.
griechische Kultur, griechische Philosophie, griechisches Denken, griechische Vielgötterei, griechischer Humanismus, also den Mensch als Maßstab zu nehmen. Denn die Götter der Griechen waren nichts anderes als so eine Art Übermensch. Ja? Wurden ja auch mit völlig menschlichen Körpern immer dargestellt und so weiter. Ganz eigentümlich. So, und diese Griechen hatten eine raffinierte Methode dann angewandt, um jetzt die Völker, die sie jetzt da beherrscht haben, so einzukassieren. Sie haben versucht, die zu hellenisieren. Hellenisieren. Hellas heißt Griechenland noch heute, ne? Die wurden also hellenisiert. Das heißt, die wurden umerzogen, langsam, aber sicher, diesen griechischen Denken, diese griechische Kultur, diese griechische Philosophie aufzunehmen. Und dadurch wurde das dann so ein bisschen alles besser steuerbar, regulierbar, lenkbar. Das hat einfach besser gepasst. Es ging darum, sich anzupassen, hellenisieren. Und so gab es überall, eben auch in Israel, Hellenisten. Das waren die, die gesagt haben, das ist doch klasse. Das ist doch wirklich was Gutes. Das ist, ich sag mal, modern. Da geht's hin. Die haben was zu bieten. Das ist wirklich die Zukunft. Ja? Die haben uns überwunden, das war eben, weil es gut ist. Und man wollte akzeptiert sein. Man wollte dabei sein. Man wollte mitmachen. Man wollte dem Zeitgeist entsprechen. Ne? Und genau das passierte überall. Und die meisten Länder, die so besiegt worden waren, die wurden einfach auf diese Schiene einkassiert. Und das wurde auch in Israel versucht. Und es hat grandios geklappt. Es hat wunderbar geklappt, weil man möchte ja so sein wie die Welt. Man möchte ja sein wie alle anderen. Man möchte ja akzeptiert sein. Man möchte ja nicht ein religiöser Fundamentalist und Spinner sein. Das galten die Juden schon damals. Ja? Sondern man möchte wirklich dabei sein. Und so setzten die Griechen eine Waffe ein, die war ganz subtil. Ganz, ganz, ganz fein. So nach dem Motto, ja, ihr lebt weiter wie bisher mit eurer Kultur und euren Bräuchen, aber wir bereichern das mit der griechischen Lebensart und der griechischen Philosophie. Das ist doch eine wirklich wertvolle Bereicherung. Griechisches Denken da reinkommen. Ja, behaltet eure heiligen Bücher. Natürlich dürft ihr eure Tora weiter studieren. Selbstverständlich ist ja gar kein Problem. Haben wir doch gar nichts dagegen. Aber schau mal, lest doch auch mal unsere Bücher, unsere Philosophen. Das kann man auch gut verquicken. Da gibt es Bereicherung, da gibt es richtige schöne Synergien. Das ist fantastisch. Und dann unsere Weisheit. Unsere Weisheit, ihr könnt euch da andocken. Das war hellenisieren. Schmückt euch mit unserer Kunst, mit unserer Lebensart. Bleibt doch nicht so hinterwäldlerisch. Ne? Wir haben auch gar nichts dagegen, wenn ihr euren Gott da in dem Tempel anbietet. Ist ja super, ja? Also so ein schönes Gebäude und alles bestens. Dürft ihr, ist in Ordnung. Aber wisst ihr was? Wir bauen neben dem Tempel ein Sportstadion. Und da kann man auch die Sportler feiern. Haben die übrigens gemacht. Da gab es dann auch so eine Art Olympische Spiele. Im antiken Griechenland waren die Sportler übrigens nur Männer und sie waren nackt bei den Spielen. Der Körper wurde gefeiert. Der Sportler wurde gefeiert. Das war im Judentum völlig undenkbar. Das war ein Ansatz, der war jenseits allem, was die sich überhaupt jemals hätten vorstellen können. Guck mal, mach dein Tempelding, aber hier, das ist doch auch nochmal was, das kann man doch mitnehmen. Das ist modern, das ist Zeitgeist, das ist gut. Klingt dich ein. Studiert eure Tora, aber holt euch doch die Ästhetik unserer Literatur ein bisschen mit rein. Das kann man doch verknüpfen. Und ihr merkt, wir sind gar nicht weit weg von heute. Das ist hellenisieren. Den Glauben nehmen und ein bisschen infiltrieren. Ein bisschen Zeitgeist. Ein bisschen moderner, ein bisschen philosophischer, ein bisschen esoterischer, ein bisschen was Fernöstliches,
geht doch alles. Sei doch nicht so biestig. Das kann man doch bereichern. Das ist der Ansatz. Das ist der Ansatz. Und ich sage euch was, es hat fantastisch geklappt. Viele, 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 Zehntausende von Juden waren begeistert und haben das gemacht. Und es hat blendend funktioniert. Die Hellenisten haben im Grunde genommen, ich würde mal sagen, fast das ganze Land eingenommen. Viele Teile des jüdischen Volkes waren da sehr kompromissbereit mit diesen griechischen, heidnischen Herrschern. Und jetzt gab es natürlich auch noch diese betonierten Hardliner, diese Fundamentalisten, Fanatiker, die tatsächlich an ihrem Glauben festgehalten haben. Oh weia, die gab es auch noch. Die waren ganz dagegen. Die haben gesagt, das ist heidnische Verführung. Das nicht. Wir halten an dem Glauben und an unseren heiligen Schriften und an unserem Gott Jahwe fest. Wir vermischen das mit gar nichts. Wir vermischen das mit gar nichts. So, und die Gegner von diesen Gläubigen waren nicht nur die Griechen oder die Heiden oder das politische System, sondern auch alle die Juden, die eben hellenisiert waren. Für die waren das jetzt wirklich, also das waren jetzt diejenigen, die das ganze System noch gebremst haben. Die mussten weg. Da gab es beispielsweise einen Hohenpriester, Jochanan hieß der. Der war jetzt eher von der Seite, dass er gesagt hat, also Leute, wir müssen wachsam sein, dieser Einfluss ist schädlich. Denn guck, im Griechentum ging es um Äußerlichkeiten, Ästhetik, äußere Schönheit, äußere Sachen, äußerlicher Gottesdienst. Irgendwie mitmachen, was du wirklich glaubst, ist vollkommen wurscht. Mach einfach mit. Ja? Es ist viel Äußerlichkeit. Im Judentum geht es um Wahrheit. Es geht um das, was wirklich wahr ist. Es geht um das, was ewig ist. Ne? Es geht um die Tora, das Wort Gottes. Und da entstand ein Stress. Und irgendwann waren diese hellenisierten Juden, fanden das mit ihrem Hohenpriester so blöd, dass sie die königlichen Beamten mal informiert haben, haben gesagt, sag mal Leute, wisst ihr eigentlich, was für Reichtümer da im Tempel sind? Ihr solltet euch mal besser informieren. Da sind Schätze ohne Ende, was die Wahrheit war. So, und da hat man also überlegt, gut, dieser hohe Priester, der ist dann doch eher nicht so jetzt auf unserer Agenda und man hat ihn einfach ausgetauscht. Der Herrscher hat dort in Eigenmächtigkeit einen anderen genommen, jetzt den Bruder von diesem hohen Priester. Der war sehr offen fürs dieses Hellenistische, der war da gerne bereit, den Posten zu übernehmen und nach der Pfeife der Herrscher zu tanzen. Nach einiger Zeit kam noch ein anderer, der hieß, wie hieß der? Menelaos. Menelaos hieß der und der ging zu den Herrschern und hat gesagt, pass mal auf Leute, ich sorge dafür, dass da ein bisschen mehr bei rauskommt, rein finanziell, ne, für euch. Gebt mir den Post mit dem hohen Priester und es soll nicht euer Schade sein. Das ist was, was es übrigens auch in der Kirchengeschichte sehr häufig gab, ja. Simonie, das ist Ämterkauf. Ämterkauf. Okay, und das haben die hier auch gemacht. So wurde also dieser Hohepriester wieder abgelöst durch diesen Menelaos. Also politische Intrigen. So, jetzt hat dieser Jochanan gesagt, also das wird mir hier alles zu blöd, das ist nicht in Ordnung. Hat wieder versucht, sich in Position zu bringen. Daraufhin hat dieser Menelaos organisiert, das ist der Hohepriester, ne? Der umgebracht wird. Einem Attentat zum Folge kommt. Also der neue Hohepriester entscheidet, dass der Ex-Hohepriester mal eben erledigt wird. Da merkt ihr, auf welchem Niveau das schon abgegangen ist. Ja, das ist der Tempel, wo Gott sagt, das ist meine ewige Wohnstadt. Was da abging. Aber das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Es gab einen Herrscher, Antiochus der Vierte, das ist der Typ, um den es eigentlich dann heute hier geht. Und der hat irgendwie gemerkt, also mit dem Hellenisieren, so ganz funzt es nicht. Wir müssen da nochmal ein bisschen schärfer rangehen. Wir müssen wirklich die Leute, die da doch so hartnäckig sind, diese Religiösen,
die müssen wir verfolgen. Wir müssen da eine härtere Gangart anlegen. Die müssen weg. Kann nicht sein, dass die uns hier so bremsen. Ja? Gut. Und so hat dieser Antiochos der Vierte das Ziel gehabt, eine Kultur, eine Religion in seinem Reich und alles andere, was die verschiedenen Staaten da hatten, die Individualität in ihrem Glaubensleben, in ihrer Kultur, muss weg. Eine Soße. Das war auch politisch ganz nah dran heute. Ne? Eine schöne Soße. So, und um das umzusetzen, war der Typ echt kernig. Echt kernig. Der hat nämlich richtig Repressalien gemacht und hat, der war hochdämonisiert, hat echt versucht, das Judentum völlig auszulöschen. Er hat aus dem Tempel erstmal einen Ort der Götzenanbetung gemacht. Erstmal hat er heidnische Bildnisse aufstellen lassen. Ja, wie gesagt, wenn der Hohepriester mitspielt, ja, und gesagt hat, naja gut, wir können ja auch da die griechischen Götter anbeten, also eine Art kleine Götter neben unserem großen Gott, ne? Jede Menge heidnische Bildnisse im Tempelareal. Dann wurde es noch derber, dann haben sie eine Zeus-Statue aufgebaut. Die hatte jetzt als delikates Detail die Gesichtszüge von diesem Herrscher. Der hat auch nichts dagegen, sich anbeten zu lassen. Er nannte sich nämlich selbst Theos Epiphanes, der sichtbare Gott. Also eine Inkarnation eines Gottes, so sah er sich. Ich meine, das haben die Römer später dann auch gehabt, aber da war der schon drauf. Ja? Er hat sich als Gott anbeten lassen und auch in dieser griechischen Selbstherrlichkeit eben alles, was da jüdisch war, versucht auszurotten. Und durchaus nicht unerfolgreich. Ne? Es sollte noch besser kommen. Man schlachtete ein Schwein. Nun, das haben sie relativ schnell drauf gehabt, dass das für die Juden ein absolutes Gräuel war. Das Schwein war wirklich das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Sie haben ein Schwein geschlachtet, haben das Blut ins Allerheiligste gebracht und da rumgespritzt. So, wenn du weißt, dass der Hohepriester einmal im Jahr am Yom Kippur hochkompliziert sich mit Ehrfurcht in das Allerheiligste bewegen darf, ja, der geht voll Ehrfurcht, wenn er da den Dienst gemacht hat, geht er rückwärts zu dem Vorhang und geht dann rückwärts raus, damit er nicht der Herrlichkeit Gottes seinen Rücken zuwendet. Ja? Also das war ja, das war mit ganz viel Ehrfurcht, mit ganz viel auch Brisanz verbunden. Weil da ging es ja um die Vergebung der Sünden des ganzen Volkes eines ganzen Jahres. So, und dann kommen die Griechen hin und besudeln es, entweihen es. Mit dem, was für die Juden das Schlimmste ist, was du dir vorstellen kannst, Schweineblut. Damit war der Tempel definitiv unrein. So, damit nicht genug, dann hat er gesagt, na, jetzt sind wir schon so weit gegangen, wir bauen das ganze Ding zu einem Zeus-Heiligtum um. Nix, Jahwe, hier wird Zeus angebetet. Damit das auch besser umgesetzt wird, wurde dann hinterher nur noch Schweine geopfert. Alles andere war verboten. Nur Schweine als Opfertiere erlaubt. Und dann kam es noch besser. Er hat gesagt, Todesstrafe für jeden, der sich an diese göttlichen Gebote hält. Speisegebote, Todesstrafe. Beschneidung, Todesstrafe. Schabbat halten, Todesstrafe. Das war schon ganz schön kernig. Und 100.000 haben mitgespielt. 100.000 haben mitgespielt. Irgendwann wurde der Gottesdienst komplett verboten. Jegliche Form von Gottesdienst verboten. Kriminell. Die Tora-Rollen wurden konfisziert und verbrannt. Das war wirklich ein Schlag gegen das Judentum. Das war wirklich ein richtiger, richtiger Schlag gegen das Judentum. Aber es gab auch Tausende von Juden, die sich widersetzt haben. Und die gesagt haben, das nicht, das nicht. Lieber sterben als das. Und tatsächlich, Tausende und Tausende wurden hingerichtet, die bereit waren als Märtyrer für ihren Glauben zu sterben. Die gesagt haben, das mache ich nicht mit.
Jetzt, bald drauf, hat dieser Antiochus gesagt, so, und jetzt machen wir ganz ernst mit der Umsetzung. Jetzt räuchern wir die, die noch da sind, aus. Wir machen eine flächendeckende, gehen wir mit unserer Armee durchs Land und gucken, wo einer ist. Wer nicht opfert, wird hingerichtet. Der muss mit seinem Leben dafür bezahlen. Und so sind jetzt seine Legionen nicht im Krieg, im Kampf, sondern sie sind gegangen in die Städte, in die Häuser, in die verschiedenen Regionen, haben dort die Bewohner gezwungen, an heidnischen Altären, die sie aufgebaut haben, eben Götzendienst zu machen. Und diejenigen, die nicht bereit waren, die mussten mit dem Leben bezahlen, beziehungsweise sprach sich das sehr schnell rum und die sind natürlich dann geflüchtet. Die sind in die Berge Judäas oder sonst wo gegangen, in den Höhlen, haben sich irgendwo versteckt, in den Tälern, irgendwo abgehauen. Das kennen wir auch. Ne? Gab es auch schon zu Davids Zeiten. Aber sie waren nirgends sicher. Es war immer die Gefahr, dass da irgend so ein Stoßtrupp kommt und die aufspürt. Die Syrer haben alle verfolgt, die dem Judentum treu blieben. Und du hast zwei Möglichkeiten. Entweder gingst du stiften oder du musstest als Märtyrer sterben oder eben du musstest, drei Möglichkeiten, oder du musstest eben mitspielen. Und die meisten haben mitgespielt. Und jetzt möchte ich euch etwas vorlesen. Das ist etwa 800 Jahre vorher geschrieben worden. Etwa 800 Jahre vorher. Ein Psalm, Psalm 74 von Asaf. Asaf war so eine Art Lobpreisleiter unter König David. Ne? Asaf, pass auf, was der schreibt. Gott, warum hast du, also unter David, ja, unter David war in Jerusalem etwa, also jahrzehntelang, rund um die Uhr Lobpreis. Der hat Hunderte und Tausende von Lobpreisern beschäftigt. Das war die Stadt des Lobpreises. Also das war eine hochprophetische Schau, die der Asaf hier hatte, denn das war nicht der Ist-Zustand in der Situation, wo er war. Das ist etwas Prophetisches. 800 Jahre vorher. Gott, warum hast du verworfen für immer? Warum raucht dein Zorn gegen die Herde deiner Weide? Gedenke deiner Gemeinde, die du erworben hast von Alters, erlöst zum Stamm deines Eigentums, des Berges Zion, auf dem du gewohnt hast. Erhebe deine Schritte zu den ewigen Trümmern. Und jetzt kommt's. Alles hat der Feind im Heiligtum verwüstet. Zu Davids Zeiten nie der Fall gewesen. Alles hat der Feind im Heiligtum verwüstet. Es brüllen deine Widersacher inmitten deiner Versammlungsstätte. Sie haben ihre Zeichen als Zeichen des Sieges gesetzt. Sie haben dein Heiligtum in Brand gesteckt. Bis auf den Grund entweiht die Wohnung deines Namens. Sie sprachen in ihrem Herzen, lasst sie uns allesamt niederzwingen. Sie haben alle Versammlungsstätten Gottes im Lande verbrannt. Zeichen für uns sehen wir nicht. Kein Prophet ist mehr da. Und keiner bei uns ist da, der weiß, bis wann. Bis wann, oh Gott, soll höhnen der Bedränger, soll der Feind deinen Namen verachten immerfort? Warum ziehst du deine Hand und deine Rechte zurück? Zieh sie hervor aus deinem Gewandbausch, mach ein Ende. Und dann sagt der Psalmist Folgendes, er sagt, denk dran. Das sagt er zu Gott, das finde ich steil. Hey Gott, denk dran. Der Feind hat gehöhnt, Jahweh. Und ein törichtes Volk hat deinen Namen verachtet. Das waren die Hellenisierten. Ein törichtes Volk, was den Namen Gottes verachtet. Gib mich den Raubtieren hin, die Seele deiner Turteltaube. Das Leben deiner Elenden vergiss nicht für immer. Schau hin auf den Bund, der die Schlupfwinkel des Landes sind voll von Städten der Gewalttat. Lass den Unterdrückten nicht beschämt davongehen. Den Elenden und Armen lass deinen Namen loben. Steh auf, Gott, führe deinen Rechtsstreit. Gedenke deiner Verhöhnung durch den Toren den ganzen Tag.
Vergiss nicht die Stimme deiner Widersacher, das ständig aufsteigende Getöse derer, die sich gegen dich erheben. Das ist hochprophetisch. Das war nämlich genau die Situation, die 800 Jahre später eintraf. Ich weiß nicht, was der gesehen hat, wie der Geist Gottes ihn getrieben hat, das zu bringen. Ja? Aber ganz offensichtlich war da was drin. Und genau das, was hier passiert ist, was hier beschrieben ist, das ist dann geschehen. Der Feind hat alles besudelt, versaut, entweiht. Aber doch, es kam der Zeitpunkt, wo Gott aufstand und den Rechtsstreit führte. So kamen die Truppen dieses Antiochus irgendwann in ein kleines Dorf. Das Dorf Modiin. Fast hätte ich gesagt, hinter den sieben Bergen, ja? Egal. Also ein kleines Dorf, irgendwo. Die syrischen Beamten haben, wie sie es immer gemacht haben, auf dem Marktplatz ein Altar aufgebaut, haben dann geguckt, wer ist denn hier der Chef von dem Laden? Ah, da ist einer, ein altgedienter Priester, der war auch noch Gemeindevorsteher, Mattiyahu. Und gesagt, okay, komm her, du bist hier der Boss. Hier, Altar, du bringst jetzt hier den griechischen Göttern ein Opfer. Ja, da hatten sie jetzt sich den Falschen ausgesucht. Dieser Knabe, Mattiyahu, ein echter älterer Herr, hat gesagt, nein, das werde ich nicht tun. Er weigerte sich. Und auf einmal merkten die, ach du meine Güte, der hat einen ganzen Haufen Anhänger. Die weigern sich auch. Ah, irgendwie hat er der vorgebaut. Ah, blöde Situation. Sonst ja jemand? Tatsächlich kam einer. Einer von den hellenisierten Juden. Hat gesagt, kein Problem, mache ich. Hatte der keinen Stress mit. Den Göttern da zu opfern, das war für den kein Problem. Und als der Jude ging, um an dem heidnischen Altar zu opfern, da brannte bei diesem Mattiyahu die Sicherung durch. Halleluja, das war vom Herrn. Die durchgebrannte Sicherung war vom Herrn. Das Erste, was er machte, er erledigte den Typ. Er ging und tötete zuallererst mal diesen Juden, diesen Mann. Und dann haben sich die Anhänger und seine Söhne auf diese Syrer gestürzt, haben die, soweit es ging, erledigt, ein paar gingen stiften, und haben den Altar zerstört. Das war der Beginn des Aufruhrs, der Revolution. Nun war der natürlich schon sich bewusst, da gibt es jetzt richtig Stress, also da gibt es Strafexpedition, da wird jetzt von diesem Antiochus einiges dann aufgefahren werden hier. Also ab in die Hügel von Judäa, wir verlegen uns auf Guerillakampf. Und so hat er seine Leute trainiert und in der Tat, sie haben Guerillakampf gemacht. Jetzt haben sich von all den anderen, die da schon waren, massenhaft zusammengeführt und es entstand eine richtige kleine Armee. Und die haben also sich da verschanzt und ab und zu immer so guerillamäßig, ja, irgendwo hin und haben eben Altäre für Gottesdienst zerstört oder eben da, wo der Feind war, einfach ihn besiegt, sind angegriffen und so weiter. Ja, das hat dem Antiochus natürlich überhaupt nicht in den Kram gepasst, weil da immer mehr Juden, die eben nach wie vor gottesfürchtig waren, ja, diese religiösen Hardliner, die haben da sich eben im Stress gemacht. Und er hat beschlossen, da muss jetzt aufgeräumt werden. Da gehen wir mit größerer Macht dagegen. Das nicht. Und er hat einen seiner Generäle namens Apollonius geholt und hat gesagt, pass auf, die Typen, die werden vernichtet. Vielleicht hast du mal den Namen Hasmonäer gehört. Das ist ein Begriff für dieses Geschlecht. Wir kennen es mehr unter dem Begriff Makkabäer. Makkabäer kommt von Judas Makkabäus. Das war nämlich der Sohn von diesem Mattiyahu. Als der alte Herr jetzt langsam merkte, dass der Herr ihn abberief, hat er seine Söhne zu sich gerufen, hat denen eingeschworen, dass sie ja weitermachen.
und hat gesagt, hier der Jehuda, der hieß damals schon der Starke, Jehuda, der kämpft weiter. Der bekam den Beinamen Maccabi. Maccabi setzt sich aus einem hebräischen Satz zusammen, der heißt Mi kamocha ba'elim ha-shem. Wer ist wie du, o Gott? Das sind die Anfangsbuchstaben. Wer ist wie du, o Gott? Maccabi. Und bekannt wurde der bei uns als Judas Maccabäus. Judas Maccabäus. Auch genannt der Hammer. Judas Maccabäus. Und unter Judas Maccabäus sollten diese Seleukiden ihre größte Pleite erleben. Also der Antiochos hat jetzt, wie gesagt, seinen guten General Apollonius geschickt, um endlich diese lästige Landplage da zu beseitigen und diese Makkabäer zu vernichten. Sie waren hoch überlegen an Zahl, an Ausrüstung, an Technik und was nicht alles, Know-how, aber die Makkabäer haben sie besiegt. Dann hat Antiochos sein nächstes Korps entsandt. Oder auch besiegt. Das wurde ihm dann langsam blöd. Und dann fing er an, wirkliche militärische Kraft einzusetzen, um diese kleinere Truppe da von diesem Judas Maccabäus zu überwältigen. Er hat zwei Generäle genommen, Nikanor und Gorgias hießen die, und die haben eine Armee aufgesetzt und sind mit 40.000 Mann, haben die das Land durchkämmt, um ja rauszukriegen, wo sind die Schlupfwinkel und wie können wir die aufspüren. Durchkämmt. Aber die Makkabäer hatten einen Vorteil. Sie waren willens, bis zum Tod zu kämpfen. Für das, was ihnen heilig war. Die haben gesagt, niemals zurück. Niemals zurück. So, nach mehreren Schlachten, völlig unerklärlich, waren die Makkabäer siegreich. Und konnten diese Seleukiden überwältigen. Das ist nicht erklärlich. Das lag nicht an ihrer brillanten militärischen Überlegenheit. Das lag nicht an, wie soll ich mal sagen, irgendwelchen großen Kampfes-Know-how oder sonst was. Das ist genauso wenig erklärlich wie die Siege im Sechstagekrieg oder im Unabhängigkeitskrieg oder sonst was in Israel erklärlich sind. Das ist die Hand Gottes da drin. Das ist das, was der hier, Asaf, geschrieben hat. Ja? Gott, steh auf und nimm diesen Rechtsstreit in deine Hand. Und das hat Gott gemacht. Und hat diese Leute gebraucht. So waren auf einmal die Makkabäer siegreich und sie haben dieses ganze griechische Ding überwältigt. Der kleine Horde da, ausgelöst von dem einen Typ, der gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter, ich mache nicht mehr mit, hat dieses ganze mächtige System überwunden. Und dann kam es dazu, dass die nach Jerusalem gezogen sind, um Jerusalem zu befreien. Und es gelang ihnen. Und dann kamen sie zum Tempel. Versaut. Entweiht. Verhunzt. Zeus-Heiligtum. Überall Götzenbilder. Überall Dreck. Sie haben den Tempel gereinigt. Sie haben die Götzenbilder weggeschmissen. Sie haben das richtig gereinigt. Raus, alles weg. Und dann haben sie einen neuen Altar gebaut. Der Altar in diesem inneren Vorhof, ne, ja, der große Brandopferaltar, neu gebaut. Und den haben sie eingeweiht. Am 25. Kislev des Jahres 3622 nach der jüdischen Zeitrechnung. Bei uns 164 vor Christus. Ja, eingeweiht. Ein gigantischer Sieg. Chanukka bedeutet Einweihung. Und das ist genau das, was dort gefeiert worden ist. Aber, um das jetzt gemäß den jüdischen Vorschriften alles gescheit einweihen zu können, musst du natürlich auch mit den richtigen, wie soll ich mal sagen, Dingen die Sachen eben einweihen. Du kannst einfach sagen, okay, wir machen den Laden wieder auf. Das war verhunzt, jetzt musste es neu geweiht werden. Und das Entscheidende für die war die Menora. Das war ja dieser Leuchter im
Heiligsten, der immer brennen musste. Immer. Der war natürlich nicht am Brennen. Und jetzt wollten sie den zum Brennen bringen, damit sie anfangen können mit den Gottesdiensten. Ohne diese brennende Menora ging gar nichts. Und es war kein Öl zu finden, was geeignet war. Die haben überall gesucht. Es gab kein Öl, was nicht versaut war. Die brauchten aber, um anfangen zu können, also um das weihen zu können, brauchten sie Öl, was gereinigt war, was gemäß diesen Vorschriften einfach, sagen wir mal, für den Gottesdienst geeignet war. Und dazu brauchten die 8 Tage. Und irgendwann fand einer ein Topf Öl, der nicht entweiht war. Wie auch immer hat der Herr den in irgendeiner Ecke seine Hand drauf gehalten. Ein Topf, ein Gefäß für einen Tag reichte das. Nun haben sie das in die Menora gefüllt und haben gesagt, na, fangen wir mal an. Und durch das Wunder des Herrn brannte das die ganze Zeit, bis neues Öl fertig war. Das Ölwunder. Das Ölwunder. Im Buch der Makkabäer heißt es, 1. Makkabäer 4, Abvers 52, und am 25. Tag des 9. Monats, der Kislev heißt, standen sie früh auf und opferten nach dem Gesetz auf dem neuen Brandopferaltar, den sie aufgerichtet hatten. Zur gleichen Zeit und am gleichen Tag, an dem die Heiden das Heiligtum entweiht hatten. Und sie hielten das Fest der Weihe des neuen Altars 8 Tage lang und opferten mit Freuden Brandopfer, Dankopfer und Lobopfer. Und es herrschte sehr große Freude im Volk, dass die Schande von ihnen genommen war, die ihnen die Heiden angetan hatten. Und Judas und seine Brüder und die ganze Gemeinde Israel beschlossen, und jetzt kommt's, dass man jährlich vom 25. Tag des Monats Kislev an 8 Tage lang das Fest der Weihe des neuen Altars mit Freude und Fröhlichkeit halten sollte. Das war der Ursprung von Chanukka, von dem Fest. 8 Tage, das Fest der Tempelweihe. Und das ist genau das, was die hier haben. Das wird mit den 8 Lichtern, kann natürlich auch Öl sein, Ölkännchen sein, mit den 8 Lichtern symbolisiert. Am ersten Tag zündest du nur eine an. Und dann erst 1, dann 2, dann 3, dann 4. Ne? Wie ein Adventskalender, so ähnlich, wirst du das anfinden. Und während der 8 Tage freust du dich eben an diesem Fest der Tempelweihe. Hey, das ist 2200 Jahre her fast. Das wird heute noch genauso gefeiert. Mit großer Freude. Großer Freude. Es war nicht die überlegene militärische Führung. Es war auch nicht die physische Kraft. Es war einfach die Hilfe des Herrn, die diese Hellenisten vertrieben hat. So und so ist es so, dass das sich im Judentum völlig bis zum heutigen Tag gehalten hat. Das ist eigentlich ein grandioses Fest. Wisst ihr was? Im Alten Testament gibt es nicht ein Sterbenswörtchen davon. Wie gesagt, das hörte ja mit 400 vor Christus auf. Gibt es nicht im Alten Testament. Aber im Neuen. Im Neuen Testament wird es erwähnt. Im Neuen Testament wird Chanukka erwähnt. Übrigens nennt man diesen 9-armigen Leuchter ein Chanukia. Chanukia nennt man diesen Leuchter. Ne? Während der Tage dieses Festes, 8 Tage, ist jedes öffentliche Klagen, Trauern oder Fasten strikt verboten. Es ist ein Freudenfest. Es ist ein Fest, wo man sich daran freut, dass Gott die Gnade geschenkt hat, dass der Gottesdienst wieder möglich war. Dass der Herr wieder angebetet werden konnte in der Art und Weise, wie es gut ist. Ohne diese Infiltration von heidnischem Gedankengut. So und so ist es in der jüdischen Gesellschaft heute so, dass man das als so ein Familienfest hat. Ja? Da wird immer eine Kerze nacheinander dann angezogen, gezündet und die Kinder sind dabei und man erzählt dann also während der Zeit, wo die Kerzen brennen, Geschichten aus der Zeit damals und so weiter. Das ist ein richtiger Familienevent.
Und es ist so, dass in der Regel die Lampen, die gibt es also auch an öffentlichen Plätzen, überall auch riesige, dass die Lampen im Fenster stehen sollen, meistens. Das Licht muss nach außen scheinen. Die Message muss nach außen scheinen. Ne? Genau. Und es gibt auch eine Vorschrift, nämlich die Lichter müssen bis mindestens eine halbe Stunde nach Nachteinbruch bzw. sichtbar werden der Sterne eben brennen. So muss man also gucken, dass die Kerzen dementsprechend groß genug sind oder du genug Öl hast. Ne? Was jetzt natürlich wieder typisch jüdisch ist, da geht es hier um Öl. Was machen die also während der Zeit? Sie essen viel, was mit Öl gekocht wird. Sie setzen das einfach um. Also sie feiern dann auch dieses mit dem Öl. Also gibt es da beispielsweise während dieser Zeit besondere Sachen, wie solche Berliner, diese Krapfen, ne? Oder Pfannkuchen, gibt es ganz berühmte Latke, heißen die. Und sowas, also ganz spezielle Sachen für diese Zeit ist. So richtig ölige Geschichten. Und, ja, das ist jetzt alles ganz schön. Jetzt sagst du, schön, was der erzählt hat mit seiner Geschichtsstunde. Was soll ich jetzt damit anfangen? Haha, die Frage habe ich erwartet. So. Jetzt kommt. Zunächst mal ist natürlich so, als Christen oder auch messianische Juden, die ist natürlich Licht. Es geht ums Licht, gerade in so einer dunklen Jahreszeit. Natürlich. Es geht ums Licht der Welt, Jesus Christus. Jesus Christus ist das Licht der Welt. Er bezeichnet sich als Licht der Welt. Und Jesus hat dieses Fest gefeiert im Tempel. Während eines Chanukka-Festes wurde ihm nämlich die Frage gestellt, ob er der Messias sei. Guck mal, was erwarteten die Juden? Einen königlichen Messias. Einen, der die verhassten Römer mit ihren verhassten Repressalien und dem, all dem, was die hatten, aus dem Land treibt. Die wollten Freiheit von dieser Übermacht. Wann feierst du Freiheit von der Übermacht? Der politischen, der militärischen? Ja, bei Chanukka. So, jetzt ging da die Rede rum, das ist der Messias. Und so war es logisch, als der bei Chanukka im Tempel war, dass die ihn umringt haben und gesagt haben, jetzt musst du es uns sagen. Wenn, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um zu sagen, bist du der Messias, der hier aufräumt. Wie damals Judas Makkabäus aufgeräumt hat. Johannes 10, Vers 22 bis 24. Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem. Es war Winter. Und Jesus ging in dem Tempel umher in der Säulenhalle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, also der Messias, der Gesalbte, so sage es uns frei heraus. Das war der Zeitpunkt, wo sie sagten, wenn du der Messias bist, auf den wir warten, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dich zu zeigen. Sag's uns. Sag's uns. Aber Jesus war nicht gekommen, um ein Land zu befreien. Er war gekommen, um die Menschheit zu befreien. Sein Kampf richtete sich auch nicht gegen Fleisch und Blut, wie damals die Makkabäer natürlich. Er kam, um einer verlorenen Menschheit den Weg zu Gott zu bringen, um die ganze Menschheit aus der Finsternis rauszureißen, um den Menschen den Weg, ich sag mal, zum Tempel, zur wahren Anbetung, zum Leben mit dem Herrn zu bringen. Es ging um was völlig anderes. Dass Jesus auf die Erde kam, ist das Großartigste, was es überhaupt jemals in der Geschichte des Universums in aller Ewigkeit gegeben hat. Das ist es, worum es geht. Was kam denn da? Das Licht kam in die Dunkelheit. So sagt es die Bibel. Und deshalb passt das wahrhaftig hier mit Chanukka zusammen. Wenige Verse vorher sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist natürlich was, was für uns klar ist. Ja, da können wir dran denken. Das ist etwas, was mit diesem Chanukka irgendwie verbunden ist. Jesus, das Licht der Welt. Jesus, derjenige, der gekommen ist, um wirklich, wirklich, wirklich von diesem
übermächtigen Feind zu befreien. Aber da steckt noch viel mehr drin. Was steckt denn dafür dich und mich drin? Ich glaube, das Wichtigste, zumindest für mich, ist: Lass dich nicht vom Zeitgeist überwältigen. Lass dich nicht vom Zeitgeist überwältigen. Von dem, was gerade angesagt ist, wie man so lebt, was man so mitmacht, was jeder macht, was die Gesellschaft macht, das ist doch so. Weißt du was? Der Feind versucht, dich zu hellenisieren. Das läuft ein bisschen anders. Das hat einen anderen Titel. Da geht es vielleicht auch um ein paar andere Sachen. Aber die Message ist die gleiche. Ja, Mann. Hey, du kannst doch deinen Glauben leben. Aber bitte, guck doch mal ein bisschen Kultur, Philosophie, fernöstliche Weisheiten. Kann doch keinen Absolutheitsanspruch da erheben. Gibt es noch ganz andere Sachen. Muss man zusammenpacken. Erleuchte dein Leben mit Kultur und Philosophie. Ja, behaltet die Bibel. Natürlich die Bibel behalten. Hat ja keiner was dagegen. Aber bitte, da kann man doch noch was dazu machen. Allein die großen Dichter und Denker, was die schon alles wussten. Tja. Und abgesehen davon, alles, was wissenschaftlich so ein Etikett wissenschaftlich hat, da musst du sowieso glauben. Und wenn das eurer komischen Bibel widerspricht, dann sorry. Du musst schon gucken, dass das alles im Rahmen ist. Ne? Ihr merkt genau, wie das ist. Und ich sage euch eins, Hunderttausende von Kulturchristen gehen genau in diese Falle. Machen wir uns nichts vor. Das ist eine gigantische Falle. Damals sind Unmassen in die Falle gegangen und heute auch. Man passt sich dem Zeitgeist an, man passt sich der Gesellschaft an, man passt sich dem an, was alle machen, man nimmt das alles nicht so ernst. Ja, verehrt Gott? Zweifellos, aber ihr müsst auch schon die Menschen ein bisschen verehren. Guck mal, Leistung, Sport, die Sportler, Leute, die Erfolg haben, Künstler, Stars, Film. Mann, also das ist doch wirklich was, da kann man doch mal jubeln. Und ein bisschen Porno ist nun wirklich auch nicht so schlimm. Also komm, hatten die Griechen da auch schon, ne? Ja, du kannst die Bibel studieren, aber bitte, tu doch mal deinen Verstand einschalten. Tu es doch mal durch den Filter des Verstandes lassen. Denk doch mal nach. Moderne Erkenntnis, all das. Sei liberal, sei offen für alles, pass deinen Glauben dem Leben an. Und komm mal von deiner religiösen Ecke da ein bisschen raus. Das ist das. Und in der Gefahr stehen wir alle. An uns allen zieht dieser Versuch des Feindes, uns in die Welt reinzuziehen. Dinge mitzumachen. Die Dinge, die uns eigentlich heilig und wichtig sind, ja, so ein bisschen dran zu geben. Und am Eingang hatten wir dieses Ding, spiel nicht mit der Ewigkeit. Das ist nämlich genau der Punkt. Und die Juden hatten damals und über die Geschichte immer und immer und immer wieder einen Trugschluss. Sie haben gedacht, wenn wir sind wie die Welt, wird die Welt uns akzeptieren. Das hat nie funktioniert. Es hat nie funktioniert. So oder so, es ist das auserwählte Volk Gottes und die Hand des Herrn liegt drauf. Und weißt du was? Genauso ist es mit den Christen. So viele Christen denken, ja, wir müssen ein bisschen sein wie die Welt, dann kommt die zu uns. Dann kommen die auch in unsere Gottesdienste, dann können wir das, wir müssen die Leute erreichen auf eine Art und Weise, dass wir so mehr sind wie die. So nach dem Motto, lass den Gottesdienst ein, die merken gar nicht, dass es ein Gottesdienst ist. Die merken gar nicht, dass sie sich bekehrt haben. Ja? So. Und der Ansatz ist grundverkehrt. Das ist ein grundverkehrter Ansatz. Das ist ein Trugschluss. Weißt du was? Die Welt akzeptiert deinen Glauben nie. Und wenn du so lebst wie die Welt, dann ist dein Glaube gar nichts mehr wert. Ist völlig lächerlich. Warum sollten sie denn jemand, der so ist wie sie, auch noch den Glauben dran nehmen? Ist doch völlig sinnlos. Der Glaube
ist nichts, was wir zur Disposition stellen können. Die Werte, die wir haben, können wir nicht zur Disposition stellen. Wir können nicht die Dinge, die uns heilig und richtig und wertvoll sind, für die Jesus gestorben ist, sein Blut vergossen hat, nur Jude geben wir so dran, damit wir ein bisschen akzeptiert sind. Hey, heul nicht mit den Wölfen. Sonst bist du ruckzuck einer. So, das ist also eine wichtige Botschaft, zumindest für mich. Nicht dem Zeitgeist hinterhergehen. Nicht zulassen, dass der Feind mich so kassiert. Denn irgendwann kommt der Herr und führt seine Rechtssache. Und dann bist du auf der falschen Seite. Und da musst du echt bavarisch aufpassen. Die Guerillatruppen des Herrn, die gibt's schon. Auch in Rothenburg. Halleluja. So, das ist etwas, was ich sage. Da kann ich echt was von lernen. Das ist für mich wichtig. Was anderes ist, natürlich, gib nicht auf. Gib nicht auf. Es ist vollkommen egal, wie der Feind sich aufbläht. Es ist vollkommen egal, was der für Siege hat. Es ist vollkommen egal, wie erfolgreich der zu sein scheint. Na und? Gib nicht auf. Halt an dem fest, was der Herr dir gegeben hat. Halt an dem fest, was dir heilig und lieb und wichtig ist. Halt an der Zusage fest, die der Herr dir gegeben hat. Der Feind kann auch Krankheit sein. Der Feind kann Mangel sein. Der Feind kann miserable Beziehung sein. Der Feind kann sonst was sein. Probleme bei der Arbeit, Mobbing, irgendwelche Auftragsmangel, sonst was. Es gibt fast nichts, was nicht dein Feind sein kann. Halt fest. Gib nicht auf. Lass dich nicht überwältigen. Die Bibel sagt, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Das ist eine gute, sehr, sehr gute Aufgabenteilung, finde ich. Wir haben den Job zu widerstehen und er hat den Job zu fliehen. Das ist gut. Also ist auch nicht so schwer, ne? Für uns jetzt meine ich, für ihn vielleicht schon. Also wir müssen lernen zu widerstehen. Wir müssen lernen, unsere Position zu nehmen. Wir müssen im Grunde genommen die Hacken eingraben und sagen, bis hier noch nicht weiter. Ich akzeptiere nicht, dass ich hier meine heiligen Dinge auf irgendeinem erbärmlichen Götzenaltar opfere. Nur damit die Welt vielleicht applaudiert. Finde ich auch gut. Anderer Gedanke, der mir noch kam. Es ging ja darum, dass der Tempel nach und nach so schrittweise richtig besudelt wurde, entweiht wurde, verseucht wurde. Nun, die Bibel sagt, wir, wenn wir wiedergeborene Christen sind, sind ein Tempel. Tempel des Heiligen Geistes. Lass deinen Tempel nicht besudeln. Lass deinen Tempel nicht besudeln. Lass das, was Gott in dich hineingelegt hat, nicht entweihen. Das gibt sonst was. Du musst dir einfach bewusst sein, auch gerade Fernsehen oder Computerspiele, was auch immer. Was du in dich reinlässt, ist es halt auch drin, ne? Das ist drin. Mit dem man sich beschäftigt, was man sich reinlässt, das ist drin. Und das ist keine gute Nachricht für viele Leute. Wir müssen aufpassen, dass wir da richtig unseren Tempel, wo wir die Verantwortung für haben, auch reinhalten. Viele Leute leben mit einem besudelten Tempel und sagen, warum tut der Herr denn eigentlich nichts in meinem Leben? Schau dich mal um. Vielleicht gibt es ein paar Sachen, die du rausschmeißen solltest. Ne? Ein Thema, was zweifellos da reingehört, ist definitiv Pornografie. Kämpf für das, was dir wichtig ist. Und noch ein letzter Gedanke. Die Bibel hat einen einzigen Bericht, nur einen, der 7-mal vorkommt. Als ich auf der Bibelschule war, oder wir, da haben wir gelernt, also wenn du was hast, was in der Bibel steht, alles wichtig, super, grandios. Wenn was 2-mal kommt, Achtung, ist wichtig. Ne? Sollte es im Alten Testament und im Neuen Testament kommen, jeweils ist es besonders zu beachten. Wenn was 3-mal kommt, höchste Aufmerksamkeit. Es gibt beispielsweise im Alten Testament nur einen Bericht, der 3-mal vorkommt. Kommst nie drauf, was das ist. Ich verrate es dir auch nicht. So.
Es ist eine Heilungsstory. Aber im Neuen Testament gibt es eine Story, die kommt 7 Mal. Das ist die Speisung der 5 bzw. 4000. Kommt einmal in 4 Evangelien und dann die Speisung der 4000 nochmal in 3 Evangelien. Die gleiche Story. Einmal mit 5, einmal mit 4000. So, die Story ist folgende. Die Jünger haben irgendwas, winziges bisschen, was sie nehmen sollen und einer schier unüberschaubaren Menge, bitteschön, servieren sollen, damit die alle satt werden. Das, was da liegt, ist die Lachnummer. Das reicht wahrscheinlich gerade nicht mehr für einen von denen. Aber sie sollen es nehmen und denen geben. Indem die Jünger das genommen haben und ausgeteilt haben, geschah das Wunder. Das hat nicht buff gemacht und auf einmal waren da 500 Körbe. Nein, im Gehen, im Austeilen geschah das Wunder. Da vermehrte sich das, während sie es gegeben haben. Sie hatten so gut wie nichts. Aber das haben sie genutzt und haben es getan. Und der Herr hat das genutzt als Vehikel, um das Wunder zu tun. Und das steht deshalb so oft in der Bibel, weil genau das ist unser christliches Leben. Du denkst, du hast nichts. Fang an, es weiterzugeben. Du wirst erstaunt sein, wie viele Leute satt werden. Fang an, in dem zu gehen, was du hast. Das umzusetzen, was du weißt. Und du wirst sehen, der Herr gebraucht es. Dieser olle Mattia oder wie er hieß, der hatte auch nichts. Der hatte nur eine durchgebrannte Sicherung. Und der Herr gesagt, endlich, endlich, den nehme ich. Und Salbung ohne Ende. Und während er vorwärts ging, mit nichts, mit dem Haufen irgendwelchen, ich meine, das waren ja jetzt keine Krieger, ja, das waren einfach nur ein paar Jungs, ja, Guerillakämpfer, die losgegangen sind und sich das ganze Land eingenommen haben. So, und das ist das Gleiche. Und das ist auch die Story mit dem Öl. Es ist fast nichts. Und weißt du was? Es reicht aus. Es reicht aus. Genauso reicht die Salbung aus. Öl, Salbung. Du denkst, oh, ich brauche erst noch sonst was, damit der Herr mich gebrauchen kann. Quatsch. Wie du bist, fang an, er wird dich gebrauchen. Die ganzen großen Männer und Frauen Gottes, was haben die gemacht? Die haben einfach angefangen. Die wurden erst zu großen Männern und Frauen Gottes, indem sie nämlich gegangen sind und das getan haben, was der Herr in sie reingelegt hat. Und das ist für dich und mich genau die gleiche Story. Es ist vollkommen egal, wie es aussieht, was du hast. Uninteressant. Nimm es und gebrauch es und der Herr wird es nutzen. Und das ist das Ding mit diesem Chanukka-Leuchter. Für ein einziges hat es gereicht. Und der Herr gebrauchte es. Das ist die komplette Zeit. Völlig ausreichend. Bis der Tempel wieder geweiht werden konnte. Hey, das ist eine prophetische Botschaft. Und das ist auch eine Botschaft, die gerade mit diesen prophetischen Worten über das, was der Herr in Deutschland oder in Mitteleuropa tun will, zusammenhängt. Der Herr sagt, ich werde meine Rechtssache führen. Wie es im Psalm hier heißt, ich werde kommen. Was glaubst du, wie viele tausende Christen zum Herrn schreien, dass er bitte schön kommt? Und das, was er verheißen hat, tut. Und er tut's und er ist schon dabei. Alles, was er braucht, sind ein paar Guerillakämpfer, Freischärler, Leute, die sagen, bis hier nur nicht weiter. Ich lass mich nicht länger vom Feind dazu bringen, auf irgendeinem erbärmlichen, bekloppten Götzenaltar das, was mir lieb und heilig ist, zu opfern. Ich höre auf. Bis hierhin und nicht weiter. Ich mach nicht mehr mit. Ich widerstehe. Ich widerstehe dem Ausverkauf meines Glaubens. Ich widerstehe, dass der Feind mich so vorführt. Ich widerstehe diesem hellenisiert werden. Ich widerstehe. So. Und weißt du was? Es ist genug da. Es ist genug da. Gott versorgt dich. Gott versorgt uns. Fang an und du wirst sehen, es ist genug da. Viel hängt bei uns im Glaubensleben, da sind wir halt auch oft als Deutsche eben so, wir wollen das erst haben. Wir wollen erst das
dass das gewährleistet ist. Und wenn alles da ist, dann legen wir los. Geht mir nicht anders, ehrlich. Aber im Glaubensleben ist es eher andersrum. Fang an, loszugehen, und dann wirst du merken, dass die Dinge da sind. Da gibt es viele Bilder der Schrift, die das bezeichnen. Beispielsweise eins: Der Herr wird die Schritte zum Weg machen. Fang an mit deinen ersten Schritten. Und du wirst sehen, auf einmal entwickelt sich daraus was. Es ist genug da. Es ist genug da. Die Salbung reicht aus. Ich spreche das zu. Die Salbung reicht aus. Egal wie es aussieht. Die Salbung reicht aus. Mit dem Herrn kannst du durchgehen. Es wird genug da sein, um die Menschen, die er dir in den Weg gibt, zu speisen, in Anführungsstrichen. Mit dem, was auch immer du weitergeben sollst. Es ist genug da. Gott versorgt dich. In dem Sinne, wirklich in dem Sinne, Gott hat mehr für dich. Halleluja. Herr, wir danken dir dafür, dass wir einfach Teilhaber sein können an diesem grandiosen Wunder, was du geschenkt hast, damals vor etwa 2200 Jahren in Israel, in Jerusalem. Du hast einfach die Leute in deinem Volk, die bereit waren, für dich zu kämpfen, die hast du genommen und du hast dich zu ihnen gestellt und sie haben die Macht des Feindes wirklich pulverisiert. Weg. Herr, und das ist so grandios. Das ist so grandios. Und wir wollen uns daran andocken. Wir sagen, ja, das wollen wir in unserem Leben haben. Dass wir im Grunde genommen wie diese Makkabäer sich hinstellen und sagen, gebrauche mich, gegen die Übermacht des Feindes vorwärts zu gehen, um das Reich Gottes zu bauen und das, wo wir wissen, dass es wichtig und richtig ist, dafür einzustehen. Herr, und wir danken dir dafür, dass wir das einfach haben dürfen, dass wir das wissen dürfen und dass wir da jedes Mal, wenn wir einen Chanukka-Leuchter sehen, auch einfach uns daran erinnern können. Du hast genug für uns. Wir stellen uns zu dir. Wir werden uns nicht vor dem Feind beugen. Wir werden keine feindlichen Mächte oder die Welt anbeten. Nein, die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz steht vor mir. Im Namen Jesus Christus. Und ich danke dir dafür, dass dieses Wort in unseren Herzen wirklich versiegelt ist und dass es uns vorantreibt. Hin in das, was du für uns hast und was du Grandioses auch für unsere Nation, die deutschsprachige Nation, einfach zugesagt hast und für ganz Mitteleuropa. Herr, wir preisen und wir ehren dich dafür. Amen.